Guten Abend, liebe Zuschauer. Ziemlich spät für den Motorsport, aber trotzdem hoffe ich auch einigermaßen interessant für Sie. Zunächst aber zurück zum letzten Wochenende nach Trier. Dort gab es das internationale Trierer Bergrennen und davon ein Filmbericht. Das Fahrerlager am Sonntagnachmittag. Der erste Lauf liegt hinter den Bergmatadoren. Gelegenheit für Motorsportbegeisterte, die schnellen Wagen einmal hautnah zu erleben. Werner Eckert aus Rimbach mit seinem March Alpha. Noch weiß er nicht, dass er einige Stunden später bester Formel-3-Pilot bei diesem Bergrennen sein wird. Und in der Gesamtwertung reichte es schließlich für Rang 9. Ja, und das ist schon Werner Eckert auf der Strecke. Seine Gesamtzeit für beide Läufe 3 Minuten 11,06. Norbert Kapp aus Weißenburg. Er war rund 3 Sekunden langsamer und landete in der Formel 3 auf Platz 2. Für die Zuschauer übrigens hervorragende Bedingungen, gute Sicht auf die Strecke und ein fantastisches Wetter. Eine großartige Kulisse für dieses 13. Trierer Bergrennen auf der Kreisstraße 82 zwischen Fell und Tom. Und weiter mit der Formel 3. Erich Rostek aus Porta Westfalica, am Ende der 3. Platz. Vor der Startnummer 19, vor Arnold Wagner aus Kruchten. Ich sagte es schon, ideale Witterungsbedingungen. So mancher dürfte abends über einen kleinen Sonnenbrand geklagt haben. Und auch das musste sein. Viele der Helfer kamen aus den benachbarten Motorsportclubs. Es klappte wie am Schnürchen. Und hier auf dem Weg zum Start des 2. Laufs, mit gebremstem Schaum sozusagen, die heißen Wagen der Formel 2. Im 1. Lauf hatte es schon einen neuen Streckenrekord gegeben durch Peter Stürz aus Vaterstetten, aber es sollte noch besser kommen. Herbert Rostek aus Porta Westfalica ist dies mit der Startnummer 4. Dies war dann auch sein Platz im Endklassement der Formel 2. Karl Jordan aus Hüfingen auf der rund 3 Kilometer langen Bergstrecke. Er hielt den alten Streckenrekord, aber dieses Mal reichte es nur für Platz 3. Platz 3 hinter dem amtierenden internationalen deutschen Bergmeister Walter Petrazza aus Österreich. Aber einer ließ sie alle hinter sich, Peter Stürz auf seinem Tempomarsch. Er gewann in 2:59,86 Minuten und unterbot auch im 2. Lauf den alten Streckenrekord. Und Manfred Kronenburg, der Präsident des Veranstalters des Racing Teams Trier, er konnte beruhigt nach Hause gehen. Ja, der konnte nicht nur beruhigt nach Hause gehen, der konnte auch sehr zufrieden sein, denn mit so vielen Zuschauern hatte man in Trier gar nicht gerechnet, aber wenn man so ein tolles Wetter hat und ein solches tolles Starterfeld, dann finde ich, dann sollten möglichst viele das auch sehen und ich hoffe, dass Ihnen auch die Bilder gefallen haben.